größte Turnier in der Octagon-Geschichte im Frankfurter Fußballstadion. Tickets erhältlich unter octagontickets.de. Und apropos Tippspot Game Changer, diese beiden hier sind der Reservekampf. Das heißt, der Gewinner hat die Chance, im Finale zu kämpfen, sollte sich einer der anderen Finalisten verletzen. So ist es. Und mit den Qualitäten, die sie bislang gezeigt haben, haben sie sich empfohlen und sind von den Fans als Lucky Loser wieder in den Reservekampf reingewotet worden. Harte Calfkicks von Korkmaz, mit denen er den Kampf beginnt. Sadari wechselt die Auslage und das scheint Korkmaz aber nicht daran zu hindern, ihn weiter mit Calfkicks. Oh, der nächste schöne Calfkick von Korkmaz. Und jetzt hat Sadari ihn am Cage gestellt und wird versuchen, ihn mit den ersten Schlägen einzudecken. Korkmaz unheimlich explosiv, so auch Sadari, aber der hat noch nicht wirklich großes Momentum aufbauen können aus der Tatsache, dass er Korkmaz hier mit dem Rücken am Cage hat. Aber er überstürzt auch nichts, er ist methodisch, sucht sich die Lücken an Korkmaz und scannt seinen Gegner wie einen Computer. Schöner Körpertreffer von Sadari. Beide Kämpfer extrem schnell. Spinning Elbow von Sadari. Aber die Deckung von Korkmaz genau da, wo sie sein muss. Und er winkt das Ganze hier ab. Da arbeitet Sadari mit Kicks weiter. Also die Beinarbeit von beiden Kämpfern absolut on point. Und sehr, sehr vielseitig, was beide Kämpfer hier machen. Da sind Calf Kicks dabei, da sind Ellbogen dabei, verschiedene Schlagvarianten. Was mich jetzt tatsächlich aber überrascht, ist, dass Sadari immer mal wieder auch in der längeren Distanz die Deckung ziemlich weit unten hat. Natürlich hat er den Reichweitenvorteil, aber das kann auch mal gehörig schief gehen, weil eben Korkmaz einfach so unfassbar schnell ist. Jetzt hat Sadari die Distanz überbrückt, sucht den Clinch. Aber Korkmaz gibt bisher seine Underhooks nicht auf und ist somit noch in einer relativ guten Position. Und keiner von beiden konnte bisher wirklich aus dieser Situation Gewinne machen. Jetzt hat Korkmaz die Situation gedreht. Er hat selber die Innenseite. Und hier muss er aber aufpassen, denn die Knie von Sadari, das er gerade schon angedeutet hat, wenn die zum Kopf hochkommen, dann ist da auch mal ganz schnell Feierabend. Und Sadari trainiert und lebt in Holland. Bekannt dafür eben für das Kick und Time und K1-Boxen, also eben Knie, Ellbogen, Schläge, Low-Kicks, alles, was die Holländer gerne machen. Ja klar, ich meine, Holland ist das absolute Mekka fürs Kick- und Thai-Boxen. Und einen dieser Kämpfe, K1 mit MMA-Handschuhen, werden wir auch nachher noch sehen. Das wird auch ein besonderes Spektakel von zwei K1-Legenden, auf das wir uns nachher freuen dürfen. Aber auch das, was die beiden Herrschaften uns hier liefern, im Stand absolut technisch erstklasse. Schöne Kombination von Sadari. Aber Korkmaz macht sich immer kompakt, wenn Sadari davor kommt. Und bisher ist da noch kein Treffer so richtig satt durchgekommen. Bis genau auf diesen kleinen Uppercut, den er eben hier zwischen der Deckung durchschieben konnte. Schöner Kick von Korkmaz. Er macht seinen Kick, nimmt das Bein zurück und blockt dabei aber trotzdem noch. Jetzt versucht's Sadari mit dem Takedown, den hat Korkmaz verteidigt. Achtung, Ellbogengefahr. Aber hallo. Aus dieser Clinch-Situation, wenn er da jetzt sich Platz schafft, kann er den Ellbogen drüber bringen und genau da kommt er ins Ziel. Attila darf sich hier nicht clinchen lassen. Das ist gefährlich. Sadari hat gerade schon gezeigt, dass er auch im Clinch gefährlich ist. Etwas, was wir bislang noch nicht viel von ihm gesehen haben. Also schön, dass er sich auch auf diesem Gebiet weiterentwickelt hat.
Auch da wieder Achtung, der Ellbogen bahnt sich an oder das Knie. Spinning Hook Kick, Versuch von Attila. Und Zardari versucht immer wieder den Körper von Korkmaz zu treffen. Zardari macht eine schöne Rechte von Korkmaz. Jawohl, da hat Korkmaz wirklich gut mitgeschlagen. In der Mitte seine Rechte ins Ziel gebracht. Korkmaz muss etwas aktiver werden, darf sich nicht so am Cage stellen lassen. Er fintiert jetzt deutlich mehr, geht auch immer mal wieder tief, fintiert so diesen Takedown-Einstieg, um Zardari einfach zu beschäftigen. Schöner Low-Kick wieder. Zardari macht es sehr gut, den Rhythmus von Korkmaz immer wieder zu unterbrechen. Also und da ist Korkmaz gerade voll in die Schlaghand reingelaufen. Und jetzt harte Kombination von Zardari. Korkmaz hat das Bewusstsein wieder, nachdem er gerade etwas angeklingelt wirkte. Aber er muss aufpassen, insbesondere in diesen Clinch-Situationen ist Zardari doch außergewöhnlich stark. Und Korkmaz muss etwas mehr machen. Er lässt Zardari jetzt hier wie den Kampf aufbauen und dadurch wird er mit seinen Kombinationen sehr gefährlich. Hier gerade diese Iminari Roll, mit der er versucht, den Kampf auf den Boden zu verlagern. Aber Zardari lässt sich dann nicht drauf ein. Und dann Zardari immer wieder mit Dreier-, Vierer-Kombinationen. Und jetzt wieder Clinch-Situation mit Ellbogengefahr. Ja, Zardari deutlich aggressiver, als wir ihn zuletzt gesehen haben. Und auch mit Schlägen, die aus einer viel kürzeren Distanz kommen. Und das, obwohl er eigentlich die längeren Arme hat. Jetzt versucht Korkmaz mit dem Takedown. Drückt Zardari an den Käfig. Den Underhook hat er auf der linken Seite. Kann er jetzt erstmal arbeiten. Aber auch hier muss er wieder vor den Knien und Ellbogen von Zardari aufpassen. Jetzt ist Korkmaz in der Offensive, sollte versuchen, Zardari jetzt dort zu halten. Und da muss er die nächsten Dinge einstellen. Wenn er sich klein macht, kann Zardari anfangen, eben sein Kombospiel aufzubauen. Korkmaz hat schon zwei, dreimal gut mitgeschlagen mit der Schlaghand und Zardari auch in diesem Vorwärtsgang stoppen können. Aber die Körpertreffer zeichnen Korkmaz und er ist schwer am Atmen. Zardari unterbricht immer mit seinen Aktionen den Rhythmus von Korkmaz. Und das ist wirklich schwierig. Er trifft immer genau dann, wenn es richtig ist. Also das Rhythmusgefühl von Zardari ist wirklich on point. Er timet seine Angriffe gut. Und selbst wenn die Dinger nur auf die Deckung gehen, er stört einfach immer genau dann, wenn er stören muss. Hoppala, und schöne Rechte getroffen von Zardari. Jetzt haben wir hier ein ungewöhnliches Spiel, denn jetzt haben wir hier den größeren Kämpfer, der die kurze Distanz sucht, und Korkmaz als den kleineren Kämpfer, der eher in der Langdistanz arbeiten möchte. Normalerweise ist es eben genau andersrum. Eben Zardari ist im Moment eben in diesem typischen Dutch-Style-Kickboxing-Modus. Oben zwei, drei Hände, dann noch irgendein Kick oder ein Knie hinterher. Und damit scheint Korkmaz im Moment Probleme zu haben. Wir sehen fast doppelt so viele Schläge bei Zardari im Vergleich zu Korkmaz. Und die Calf-Kicks, mit denen Korkmaz die erste Runde angefangen hat, die haben mir gut gefallen und die haben auch alle getroffen. Ich könnte mir vorstellen, dass er damit weitermachen sollte, einfach um Zardari in seiner Mobilität einzuschränken. Gute Maid-Bewegung. Die letzte Minute der zweiten Runde läuft. Und beide sind immer noch permanent beschäftigt. Aber jetzt lässt sich Korkmaz wieder mit dem Rücken an den Käfig drücken. Und das ist gefährlich. Harter Ellbogen und eine Hand hinterher. Aber Korkmaz hat ein Eisenkinn.
Schöner Highkick. Herr Korkmaz darf nicht rückwärts gehen und sich einmummeln dabei, sondern er muss nach hinten gehen, versuchen zur Seite rauszukommen und dann irgendwie einen Konter zu setzen. Einfach nur die Deckung hochnehmen, funktioniert bei einem Schlag, aber wenn du dann einen Mann wie Zardari hast, der 4, 5 Schläge hintereinander bringt, dann ist irgendwo dann die Lücke. Ja. Oh! Der Spinning Back Kick trifft zum Kopf, obwohl der eigentlich zum Körper geplant war. Und jetzt aber Zardari ist angeklingelt. Jetzt artet das in eine richtige Fetzerei aus und beide feuern aus allen. Oh! Oh! Da wurde er von der. Aber er muss sich jetzt diese Chance eben erarbeiten. Er kann jetzt nicht einfach nur drauf hoffen und taktisch sich zurücklehnen, sondern er muss den Druck machen und das Ende versuchen zu erzwingen. Ja, und das macht er auch. Er ist deutlich, deutlich offensiver. Zum Beispiel zu Beginn der zweiten Runde stellt Zardari hier auf den Hinterfuß und beschäftigt ihn die ganze Zeit. Es könnte auch gut sein, dass Zardari trotz der Pause immer noch ein kleines bisschen angeklingelt ist von diesem Treffer, denn er hat es ordentlich geklingelt. Aber Zardari scheint wieder voll zurück im Kampf zu sein. Hat gerade eben auch wieder so eine schöne Kombo geschlagen. 2 Schläge davon waren gute Treffer. Und befindet sich jetzt in einer Clinch-Situation. Drückt Attila Korkmaz gegen den Cage. Und genau hier will Korkmaz natürlich nicht sein. Der will den freien Stand. Der will seinen Platz haben, um sein Game hier entfalten zu können. Der will Raum zum Fintieren haben, zum Täuschen haben. Und andererseits ist natürlich die richtige Entscheidung von Zardari, den Kampf in die kurze Distanz, in den Clinch zu holen, damit er Attila hier einschnüren kann. Natürlich, für Zardari genau das, was er jetzt gerade will, den Kampf langsam machen. Gefahr, dass man hier irgendeinen Knockout-Treffer bekommt, ist relativ gering. Und wer weiß, vielleicht war er wirklich noch nicht ganz bei Sinnen. Mit jeder Sekunde, die verstreicht, gewinnt er mehr und mehr sein Bewusstsein zurück. So, und jetzt zugunsten von Attila hat Referee Václav Psibyl das Match wieder in die Käfigmitte geholt. Ja, schwierige Situation jetzt für Korkmaz. Er muss öffnen, er muss ein größeres Risiko gehen, um diesen Kampf zu gewinnen. Aber mit Zardari hat er eben auch einen brandgefährlichen Striker gegenüberstehen, der ihn auch mit seinen Schlägen ausknipsen könnte. Ich könnte mir vorstellen, dass es für Attila gut funktioniert, wenn er seine 1-2-Kombination schlägt, rausgeht und dann nochmal mit einem zweiten Angriff reinkommt. Denn Zardari kontert fast immer. Und wenn man dann wieder einen Schritt weiter geht und sozusagen einen Konter kontert, mit einem kurzen Backstep und dann wieder reingeht, hätte er gute Angriffsmöglichkeiten. Aber das ist natürlich auch Mitte der dritten Runde. Oh! Von außen leichter gesagt als getan. Guter und da trifft Haken. Er wieder. Guter Haken mit links. Wenn Korkmaz nach vorne geht, trifft er ihn. Oh. Trip Takedown von Korkmaz, aber Zardari direkt wieder auf den Füßen. Und jetzt hat Zardari den Kampf wieder dort, wo er ihn haben möchte, wo er seine Knie- und Ellbogenstöße auspacken kann. Korkmaz holt sich den Bodylock wieder. Zumindest auf der linken Seite hat er den Underhook. Zardari hat die Angewohnheit, sein Kinn relativ weit oben zu lassen in diesen Schlagabtausch. Täuschen, abtauschen, wie auch immer es heißen mag. Immer wenn er nach vorne läuft und die Kombos schlägt, ist sein Kinn weit offen. Das heißt, wenn Korkmaz es nochmal schafft, sich nicht nur einzudecken, sondern mitzuschlagen, hat er da die Chance, einen harten Kontertreffer zu landen. 90 Sekunden auf der Uhr und man sieht, die sind beide topfit. Da ist konditionell noch lang kein schwerer Atem. Auch wenn die schon einiges einstecken mussten auf beiden Seiten. Und wirklich MMA auf allerhöchstem Niveau. Wir haben wunderschöne Strikes, Kicks, aber auch ringerische Techniken dabei gehabt. Da hat Zardari mal kurz mit dem Takedown versucht, aber pariert von Korkmaz, der jetzt wieder aufs Gaspedal drückt und weiter im Vorwärtsgang ist. Noch 50 Sekunden in dieser dritten und letzten Runde.
Zardari versucht jetzt hier den Kampf einfach noch zu halten. Und Korkmaz mit der Situation und der Möglichkeit, sich vielleicht hier den Rücken zu erarbeiten. Aber nur noch 30 Sekunden Zeit. Die Hand von Zardari ist auf der Matte, das heißt, Knie zum Kopf sind nicht mehr erlaubt. Richtig. Die letzten 15 Sekunden. Das Rundenende kann möglicherweise noch mal explosiv werden, so wie das letzte. Aber Attila mit der letzten Aktion beendet die Runde stark. Ladies and gentlemen, what a crazy, incredible fight. Let's see how judges score this fight. 30-27, 29-28 and 30-27, all for the winner. Who's coming from the blue corner, Aki Wolverine Zardari. Das größte Turnier in der Octagon-Geschichte im Frankfurter Fußballstadion. Tickets erhältlich unter octagontickets.de.